So, hier haben wir die reparierte Zugstange, wir eben als Foto gesehen haben. Und das ist jetzt wieder funktionsfähig. Ich habe einfach ein Flacheisen genommen, 20 mm breit, 5 mm dick, auf das leicht auf beiden Seiten geköpft, zwei Löcher reingebohrt, angepasst und schon geht der Schnapper wieder. Diesem Bereich war das gebrochen, da ist jetzt die Flachstange drin und oben mit dem Schloss verbunden.